Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge Cannon Grubs. Wir werden heute mal ein bisschen Quaderballenpresse. Der Helfer habe ich jetzt schon losgeschickt. Der ist jetzt, oder soll jetzt schon am Schwadern sein, auf Feld 48. Wir fahren jetzt mit der Class-Squadron hinterher. Und ich hoffe, dass er schon eine Bahn fertig hat. Das sehen wir dann aber gleich. Und da werden wir die später noch verkaufen. Ob wir das aber diese Folge noch schaffen werden, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber das sollte auch dann kein Problem sein. So, dann starten wir mal. Ja, Pickup ist oben. Dann fahren wir mal hin. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, das war hier von rechts und am Kreisel dann links, ja. Ah, ich vergesse jedes Mal, das den Speicherrhythmus umzustellen. Ja, Freunde, und es wird auch nach dieser Folge dann vorerst mal Schluss sein mit Cannon Grubs. Weil es gibt momentan nichts Neues und ich will jetzt erstmal abwarten, was noch an Updates kommt. Weil momentan können wir nur ansehen, ernten, ansehen, ernten. Es wird mir jetzt auch momentan ein bisschen zu langweilig, weil es immer dasselbe ist. Weil wir können auch sonst nichts anderes machen. Zum Beispiel, dass ich Kühe melken oder Milch verkaufe oder sonstiges und ja. Ist momentan ein bisschen den Spielspaß verloren gegangen. Mal gucken, wie das überhaupt mit Cannon Grubs weitergeht. Das ist ja noch. Ja, müssen wir abwarten. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal eingestampft wird. Das hat auch das letzte ein Zuschauer geschrieben unter einer Folge. Müssen wir abwarten. Weil momentan ist es wieder sehr ruhig. Und ja, weil immer dasselbe machen, das bringt mich auch nicht weiter, euch auch nicht. Ja, das können wir ernten, dann können wir wieder pflügen, ansehen, ernten. Mods gibt es jetzt auch momentan keine neuen. Oh, er ist schon fleißig dran. Oh, was machst du dann da? Guck mal da, er ist immer dran. 2-0, wo hat er denn angefangen? Der macht mit Vorgewinde. Oh, wir bleiben mal kurz hier stehen. Na, gucken wir mal, ja. Ja, das ist hier Vorgewinde. Das macht jetzt später. Hatte hier aber nicht so ganz. Ach ja, da angefangen. Ein bisschen. Ja, das hätte er genau, aber eigentlich alles mitnehmen dann. Naja, sieht bis jetzt mal ganz gut aus. Also wenn das Vorgewende später noch macht. Oh. Ja, hier ist es wieder eine Schräge drin. Das ist jetzt wieder so ein Problem. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie er nicht die Schräge macht. Hier unten ist es rechteckig. Das geht, das macht er auch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal getestet. Aber wenn es so Felder gibt, wo hier die Ecken so schräg sind oder so, dann weiß er manchmal nicht, wie er ansetzen soll oder keine Ahnung. Als hätte er irgendwie gesoffen. Mal gucken, ob er jetzt alles mitnimmt. Ja, das ist auch wieder ein bisschen liege, siehst du? Das könnte er eigentlich komplett mitnehmen.
Ne, das ist nichts, das da. Das heißt, wir müssen jetzt jede Bahn, also das hier ist eigentlich die Hauptbahn. Und das hier ist eine Hauptbahn. Sieht man ja auch. Und hier, das ist, ja. Wie gewollt und nicht gekonnt. Gut, wir fangen mal an. Wir nehmen mal die lange Bahn raus. Weil das wird ein bisschen dauern. So. Pickup ab. Dann klammern wir das ganze Ding mal auf. Pick up hoch. Weil ich möchte ja nicht jetzt seinen Vorgewinder hier kaputt machen. Ich bin ja froh, dass er das schon überhaupt so ein bisschen was macht. Starten wir mal. Ich habe jetzt gerade noch schnell einen Screenshot gemacht, weil ich weiß nicht, welche von den zwei ich da nehmen werde. Und die Animation ist schon geil gemacht, ne? Das ist von den Geräten her. Da dreht sich alles, was sich auch drehen soll. Dann nehmen wir hier mal das ein bisschen mit. Das ist halt eher jetzt wieder extra Arbeit, ne? Das ist. Dass man immer die Zwischenbahn mit rausnehmen, wo er liegen lässt. Uhr im Spiel, aber die Uhrzeit passt sogar mit oben links im Eck. Also die Anzeige im Display vom Traktor mit oben links im Hut. Ja, schon kurz vor 4:30. Könnte man eigentlich schon fast das Licht anmachen. Hier nochmal einer. Gespannt, wie viele Quaderballen es gibt. Ausheben. Irgendwie haben wir noch nicht einen einzigen Quaderballen genutzt, kann das sein? Mal nachschauen. Ja,
Oh, ein Hammer. Einen Hammer. Jetzt geht's aufwärts. Also bis jetzt, wie gesagt, arbeitet er sehr schön. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich bin jetzt halt eben nur mal gespannt aufs Vorgewinde, weil hier, wie gesagt, rechts die Schräge drin ist. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob er es direkt macht oder ob er dann wieder übers Feld fährt und weiß dann wieder nicht, ja, wo soll ich ansetzen. Hinten, vorne, rechts, links, 3 Meter rechts, 3 Meter links. Schmeißt genau nur die Bahn, wo er da jetzt macht, wo er jetzt schwadet, weil ich möchte sein Vorgewinde nicht kaputt machen, weil wenn zwischendurch ein bisschen Gras fehlt, weiß ich nicht, ob er es dann noch macht. Aber es macht schon Spaß, wenn noch ein Helfer mit auf dem Feld ist, das ist man nicht so ganz alleine. Wenn es vielleicht noch ein kleines Funkgerät hätte, könnte man ein bisschen miteinander reden. Aber man kann ja nicht alles haben. So, was haben wir dann hier noch einmal? Ja, dann fahren wir oben nochmal versetzt. Na, Herr Kollege. Naja, lassen wir Menge. Also läuft auch sehr gut. Ganz außen die. Gut, ganz außen am Rand muss ich auch noch langs fahren, da liegt auch noch ein bisschen. Wir haben bis jetzt ohne Witz nur einen Quaderballen. Na, das gibt ja jetzt nicht gerade viel. Oh, da kommt der nächste. Weichfelder. Jetzt ist er. Zwei Stück haben wir jetzt. Wow. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Eieiei. Das lohnt sich ja gar nicht, die aufzuladen und zum Hafen zu fahren. Da ist es praktisch der Aufwand, wo ich jetzt hier betreibe, ist teurer. Der Sprit, der Helfer. Dann muss ich mir noch einen Anhänger kaufen, um die wegzubringen. Dann nehmen wir den Sprit zum Hafen, wenn ich das rechne, die Fahrt hin und zurück. So, das lohnt sich eigentlich nicht gerade wirklich. Dann wird es dann besser. Im Ladewagen auflade und ab in den Futtertrog mit die Rinder. Ich glaube, da hätten wir mehr verdient als hier jetzt der ganze Kram. Ja, weil ich muss die Ballenpresse berechnen, die Schnüren, alles, die Rollen.
das ist alles nicht gerade billig. Verschleiß. Naja. Ah, da liegt auch noch einer. Bei. Na, viel wird es nicht geben. Wir haben bis jetzt 3, die Hälfte haben wir schon. 6, ja, sagen wir vielleicht 7 Quaderballen. So 7, 8 Stück. Mehr wird es hier nicht geben. Der ganzen außen am Rand muss schon mal langs fahren, das gibt auch nicht viel. Da liegt vereinzelt ein bisschen Heu. Das ist alles nicht so die Welt hier auf dem Feld. Da bleibt nicht so viel hängen. So, das haben wir alles. Der ist auch was Fertigstelle. Das ist immer so ein Streifen, wenn eine neue Bahn anfängt liegen lässt, könnt ihr eigentlich ganz mitnehmen auf die Hauptbahn. Einmal hoch, volle Breite, einmal runter und dann passt das. Ja, hier im Display könnte man auch so einen Ballezähler anbringen, dass man mal ungefähr weiß, wie viel man hat. Gespannt. Schön gemütlich am Abend. Also jetzt im Spiel am Abend. Bin auf dem Feld bei Quaderballenpresse. Frisch gemähtes Gras. Zu ruhig gezettert. Jetzt gepresst. Nur das Beste für unsere Rinder. Schön kurz rum, hin mit der Lenkachse, ist gut. So, die Bahn fahren jetzt noch hoch. Dann werden wir mal kurz stehen bleiben. Weil er ist jetzt fast am Rand. Und dann mal gucken, nicht, dass wir ihn dann stören. Und dann gucken wir gerade mal, was er macht, wo er anfängt. Fahren wir schön weit genug zurück. So, jetzt sollten wir schalten. Ja, macht's halt. You watch me across the room.
Traktor ist aus, Brosser läuft trotzdem weiter, ich kann es jetzt nicht ausschalten. Nee. Ist auch ein Problem. Naja. Taste B geht's auch nicht. Also anschalten ja, ausschalten nicht. So, wo ist er? Oh, da. Er macht's tatsächlich. Er macht's tatsächlich. Er hat jetzt an einem geraden Ende angefangen. Ah, ja. Sieht gut aus. Will es da auch wieder so ein Streifen liegen? Verflixt und zugenäht. Mensch, nimmt's doch mit. Oh, er fährt schön im Bogen. Sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, Freunde. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber dass er das jetzt so schön macht. Aber erstmal abwarten, er ist noch gar nicht fertig. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist, ja, ja. Gut aus. Bist du auch wieder liegen? Oh, toll. Nimm das bisschen doch mit. Aber er macht es, ich bin ja schon froh, dass er es überhaupt macht. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht so viel meckern. Naja, sieht gut aus. So, Freunde, das war's dann für heute. Eine kleine Folge Kettle & Cops. Wir machen jetzt vorerst mal Pause. Seid mir nicht böse. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann können wir hier noch eine Folge Quaderballen auflade, wegbringe und das Rest, der Rest aus dem Getreidesilo auf dem Hof. Da ist noch ein bisschen Getreide drin, das könnten wir auch noch wegfahren. Dann hätten wir noch ungefähr eine Folge. So 20 Minuten. Aber ansonsten ist jetzt, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, dann weiß ich Bescheid. Dann ist es nämlich jetzt vorerst mal Pause. Wenn noch mal was Neues kommen sollte mit Kettle & Cops, bin ich noch mal auf jeden Fall dabei. Dann geht's weiter. Aber jetzt momentan vorerst, wie gesagt, nur ansehen, Ernte, Dresche und Kram und wegbringe. Ist jetzt immer dasselbe. Wir haben jetzt schon viel gesehen und mal abwarten, was die Zukunft bringt. So, Freunde, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht das Beste draus. Das Wetter ist ja jetzt nicht so berauschend. Und wenn nicht, einfach auf die Couch legen, Tasse Tee, schön gemütlich. Mit der Freundin oder der Frau, keine Ahnung. Bisschen kuscheln, Fernsehen gucken oder schöne Filme. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Morgen kommt alles 19. Bis dahin, fahrt langsam, passt auf euch auf, dass ihr das nächste Mal auch nochmal alle dabei seid. Bis dann, ich wünsche euch was, macht's gut, allop, tschüss.